Sauberer Strom aus Photovoltaik, kostengünstig, in der Region verwurzelt und mit lokaler Wertschöpfung. In Bad Doberan soll das bald Realität sein und jeder kann dabei auch mitmachen. Aus dem Zusammenschluss Klimanetz heraus hat sich eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet. Am 21. Februar begrüßte Bürgermeister Jochen Arends im Rathaus alle Interessierten zur zweiten Informationsveranstaltung und der Andrang war groß. Eine Mitgliedschaft ist möglich, indem mindestens ein Anteil für 250 Euro erworben wird. Ich persönlich habe auch zwei Anteile erworben, weil ich da voll hinterstehe. Und die Stadt hat auch einen Anteil erworben, einen symbolischen Anteil, damit wir als Stadt Bad Doberan auch deutlich zeigen, wir wollen etwas tun für die Umwelt, für das Klima. Und wir wollen auch Photovoltaik auf unseren Dächern haben, eine saubere Energie, die auch sehr kostengünstig ist und die langfristig planbar ist. Schon jetzt gibt es etwa 60 Mitglieder. Über die Hälfte des benötigten Startkapitals von rund 100.000 Euro ist bereits zusammengekommen. Wie Wolfgang Konrad vom Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft informierte, sollen im ersten Schritt Photovoltaikanlagen auf den Dächern von zwei Doberaner Schulen errichtet werden, ähnlich der Anlage, die es bereits auf dem Dach der christlichen Münsterschule gibt. Wir haben so gerechnet, dass wir ungefähr 39.000 Kilowattstunden im Jahr an die Schule verkaufen können, also an die Stadt verkaufen können und der Rest wird dann eingespeist. Das ist natürlich nur der erste Step. Wir wollen natürlich noch weitere kommunale Liegenschaften, aber auch für Privatleute, die größere Dächer haben, die belegen mit der Genossenschaft. Zweiten Step wollen wir Mieterstrommodelle angehen. Das ist auch sehr interessant für uns, gerade weil wir eben Leute ansprechen wollen, die auch in Mietwohnwohnungen, die sonst keine Möglichkeit haben, eine Solaranlage zu machen. Ja, und Fernziel ist eben wirklich Energiesharing. Energiesharing soll so funktionieren, dass man im Nahbereich eben durch verringerte Netzentgelte eben diesen Strom aus den selbst erzeugten Anlagen dann auch selbst verbrauchen kann. Die Genossenschaft wird ehrenamtlich geführt. Neben Wolfgang Konrad gibt es 10 weitere Gründungsmitglieder. Wer mitmachen möchte, gemeinsam investieren, profitieren und etwas für den Klimaschutz tun, muss nicht unbedingt Doberaner sein. Die Bürger der gesamten Region sind angesprochen. Bereichern, betont Wolfgang Konrad, will sich dabei niemand. Es ist wirklich so eine Mischung aus ein kleines bisschen Geld verdienen und dann eben auch aber was Gutes tun für die Umwelt und vor allen Dingen zusammentun. Es ist seit dieser Krisensituation, in der wir seit einigen Jahren sind, hört man ja oft, oh, ich kann nichts machen, das ist alles schlecht. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal was tun. Energie in Bürgerhand, Energie für Menschen in Mecklenburg, das ist das erklärte Ziel der Genossenschaft. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website emmeg.de.